Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gebe ich dir 5 Hinweise, an denen du erkennen kannst, dass eine verstorbene Seele in deinem Haus, in deiner Wohnung ist und daran ist nichts Gruseliges. Warum da nichts Gruseliges dran ist und was das für 5 Zeichen sind, wenn du das wissen willst, bleib weiterhin dran. Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler, ich bin ein Jenseitskontaktmedium, Speaker und medialer Coach. Jeden Tag gebe ich Kontakte ins Jenseits, zeige in tausenden von gegebenen Jenseitskontakten den Liebsten, dass ihre Liebsten immer noch da sind, dass sie immer noch bei ihnen sind. Und heute gebe ich dir diese 5 wunderbare Zeichen an der Hand. Wenn du meinen Kanal noch nicht kennst, schaue mal vorbei bei YouTube. Da habe ich über 300 Videos, die dir die geistige Welt näher bringen. Hier bei TikTok bin ich zu finden und auch bei Instagram. Like meine Seite, abonniere meine Seiten. Verpasse nichts mehr Spannendes von mir. Zeig, dass du daran glaubst, dass die geistige Welt existiert. Bring du diese Arbeit nach vorne, denn es muss viel mehr darüber gesprochen werden. Dafür danke ich dir schon mal. Also, warum ist es nicht gruselig? Weil es deine Liebsten sind, die sich zeigen. Es zeigen sich keine negativen Präsenzen bei dir. Die haben gar kein Interesse an dir. Was sollen die bei dir? Warum sollte irgendein Fremder bei dir in der Wohnung sein und da irgendwas machen? Macht gar keinen Sinn, hat keinen Bezug zu dir. Wenn du eine Präsenz merkst, dann sind es deine eigenen Verstorbenen oder längst vorausgegangenen Ahnen, die sich dir erkenntlich zeigen wollen. Wie zeigen die sich denn? Es kann sein, dass du auf einmal Schritte hörst. Dass du Geräusche hörst, wie wenn jemand da geht. Natürlich ist das am Anfang beängstigend, aber schau mal oder hör mal ganz genau auf diese Schritte hin. Hören sie sich vielleicht so an wie dein Papa, der immer Probleme mit dem linken Bein hatte und das so ein bisschen hinter sich hergezogen hat? Hör mal genau auf die Schritte hin. Vielleicht ist es auch dein Haustier, das trabbelt über den Boden, wenn du hörst, wie wenn kleine Pfötchen übers Parkett trabbeln. Hör genau hin. Hört es sich so an, wie wenn dein Haustier übers Parkett gelaufen ist oder über die Fliesen gelaufen ist? Dann weißt du ganz genau, um wen es sich handelt und davor brauchst du keine Angst zu haben. Sie können sich über solche Dinge bemerkbar machen. Zweitens, Gegenstände werden verrückt, also verrückt, indem sie woanders liegen. Du legst etwas hin und am nächsten Tag liegt es wo ganz anders. Oder du stellst eine Dekoration hin, nach vorne und auf einmal steht sie so auf der Seite. Das sind keine Poltergeister. Da ist keine böse Präsenz am Werk, sondern da ist ein lieber Vorausgegangener da, der zeigen will, hallo, ich bin da. Vielleicht ist das Bild verrückt von ihm selbst. Ja? Schaut mal, ob das vielleicht in einer anderen Position steht. Dann könnt ihr sicher sein, es ist diese Person, die euch damit zeigt. Also zeigt, hey, das ist mein Bild, das verrücke ich jetzt. Oder vielleicht war immer jemand, der den Schlüssel verlegt hat, der immer wieder den Schlüssel gesucht hat. Und jetzt suchst du auf einmal deinen Schlüssel. Du weißt genau, du hast ihn dort abgelegt. Gestern Abend in der Diele auf dem Holztischchen hast du ihn abgelegt. Und heute liegt er im Esszimmer auf der Kommode. Das kann ein Hinweis von demjenigen sein, der sonst immer seine Schlüssel verlegt hat. Ja? Und sagt dir damit, hallo, jetzt geht's dir mal genauso wie mir. Auch davor braucht man keine Angst zu haben. Es sind keine Poltergeister, die irgendwelche Dinge verrücken, sondern ja, da hat einfach jemand vielleicht das Bild von sich selber runtergeworfen, weil er sagte, hey, damit will ich dir zeigen, dass ich da bin. Oder ein Buch fällt aus dem Regal, das ist das Buch, das die Mama immer so gerne gelesen hat. Das hast du dir dahingestellt. Dann weißt du, aha, dass die Mama, die zeigt mir damit, dass sie da ist. Es riecht nach den Plätzchen, die die Oma gebacken hat. Da kannst du sicher sein, die Oma ist da. Es riecht nach dem Zigarettenrauch von dem Papa, der immer viel Rothändle geraucht hat. So riecht's. Oder du riechst den Pfeifengeruch deines Großvaters, der immer Vanille geraucht hat. Da weißt du ganz genau, sie sind da. Oder es riecht nach den guten alten Kohlrouladen, den die Tante Henriette immer gemacht hat. Dann weißt du, Tante Henriette ist da. Sehr schön. Punkt Nummer 4 wäre die Elektrizität. Anhand der Elektrizität könnt ihr sehen, Verstorbene sind da. Da geht das Licht an und aus. So zum Beispiel. Dann wisst ihr, da ist ein Liebster vorausgegangener. Ihr solltet natürlich vielleicht gucken, ob vielleicht die Lampe kaputt ist zuerst. Ja? Und bei den Geräuschen, da möchte ich auch nochmal drauf kommen, guckt mal, ob nicht, sage ich mal, eine Tür zuschlägt, weil ein Fenster offen steht. Ja, zum Beispiel, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ne? Nicht alles ist Zeichen aus der geistigen Welt. Die ich dir nenne, davon kannst du aber ausgehen, dass es Zeichen aus der geistigen Welt sind. Also, Elektrizität, es geht auf einmal das Fernseher an.
Es geht auf einmal einfach der Fernseher an. Nicht das Fernseher, der Fernseher. Es geht auf einmal der Fernseher an. Oder das Radio spielt gerade ein Lied und wird auf einmal ganz laut, weil das Lieblingslied von deiner Schwester läuft, die schon vorausgegangen ist. Und sie stehen nicht am Lichtschalter und machen so, sondern sie können in diese Energiekreise hineingehen. Der fünfte ist einer, der auch sehr, 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 sehr schön ist. Der fünfte ist, dass du auf einmal deinen Namen hörst. Wie wenn gerade die Mama im Haus wäre und gerufen hat. Du hast es genau im Ohr. Oder du wirst wach davon, weil du hörst, dass dich jemand ruft. In deinem eigenen Haus, in deiner eigenen Wohnung. Dann kannst du sicher sein, sie sind da. Und das hat nichts mit Stimmen im Kopf zu tun, weil dieses Hören, da hast du das Gefühl, es ist ein Gefühl davon da, das zu hören. Sondern nicht, du hast so richtig das im Kopf und hörst eine Stimme in deinem Kopf, sondern es ist ein Gefühl, das du hast, du hörst auf einmal deinen Namen. Ich habe meinen Namen gerade gehört. Da ist gerade mein Name gerufen worden. Ich habe das gehört. Also über das Hören. Damit können sie sich auch bei dir bemerkbar machen. Also, das sind fünf wunderbare Zeichen, an denen du erkennen kannst, dass gerade eine geliebte Seele bei dir in der Wohnung oder im Haus ist. Und davor brauchst du keine Angst zu haben, denn es sind deine Liebsten, die sich dir zeigen wollen. Ihr Lieben, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Kommentiert gerne darunter, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Liked gerne. Ja, lasst mir ein Herz da, macht das Plus weg und hört ja im nächsten Video auch spannende Dinge über das geistige Reich. Ich danke euch. Herzlichst, eure Cynthia. Tschüss.